Funktioniert das? Ja. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, man erinnert sich vielleicht noch, dass der Wiederaufbau der Frauenkirche zum Teil über Spendenuhren finanziert worden ist, wo ein kleines Stück Mauerwerk der Ruine drin war. Ich setze die Uhren mal als allgemein bekannt voraus. Und jetzt hat ein Dresdner Einwohner die Idee an mich herangetragen, man könnte doch auch aus den Resten der Carola-Brücke so eine Art Carola-Uhren herstellen, die einen Spendenanteil enthalten für den Wiederaufbau der Carola-Brücke. Meine Frage ist deswegen sehr einfach, wird die Stadt Dresden eine Edition von Armbanduhren Wiederaufbau der Carola-Brücke herausgeben? Also die Stadt Dresden hat nie Editionen von Uhren, wofür auch immer, rausgegeben. Erster Punkt. Zweitens war es bei der Frauenkirche ein bürgerschaftliches Engagement von der Stiftung Frauenkirche. Und natürlich bin ich sehr dankbar über jeden Bürger, der sich Gedanken macht, welchen Beitrag kann man leisten zum Wiederaufbau und wie können wir auch das mit unterstützen. Nun ist manchmal aber, was vermeintlich einfach klingt, die Welt dann doch ein bisschen komplizierter, als man sich vorstellt. Wenn, und das ist bei der Brücke so, ist die Brücke ein Bauobjekt oder eine Baumaßnahme, die in der Straßenbaulast der Landeshauptstadt Dresden unterliegt. Und für so eine Form eines Bauobjektes ist die Erteilung von Spendenbescheinigungen nicht möglich. Das würde eine Gemeinnützigkeit erfordern. Und für eine Brücke kriege ich nun mal in der Form, um mit Spendenbescheinigung ausreichen zu können, keine Gemeinnützigkeit. Insoweit kann man noch über Formen von Sponsoring sprechen und nachdenken, wo man sowas hat, wie da ist eine Tafel angebracht und wer hat das entsprechend mit unterstützt. Aber auch hier liegt der Teufel im Detail. Wenn wir Sponsoring machen würden, unterliegt es auf jeden Fall der Umsatzsteuerpflicht und am Ende auch der Ertragssteuer, die mindestens 25% wiederum des Sponsoringbeitrages hat. Und insoweit muss man dann wiederum überlegen, ob die ganze Aufwand, der dann ist, wirklich einen sinnfälligen Nutzen ist. Aber ich habe immer gesagt, wenn es Akteure gibt, die bürgerschaftlich engagiert Thematiken vorantreiben wollen, können Sie sich gerne dann mit uns in Verbindung setzen. Aber das sind schon sehr, sehr hohe Hürden, die stehen. Das ist anders als bei der Frauenkirche. Als Objekt, wo sehr wohl das eine Gemeinnützigkeit war, wo es um den Wiederaufbau eines kriegszerstörten Objektes ging. Hier ist eben, wie gesagt, die Gemeinnützigkeit für ein Brückenprojekt nicht vorliegend. Gut, dann habe ich eine Nachfrage. Also wenn ich Sie richtig verstehe, würde von Ihrer Seite her nichts so dagegen sprechen, dass sich ein privatrechtlicher Verein bildet, der vermutlich auch die Gemeinnützigkeit vom Finanzamt erhält und der dann solche Sachen herausgibt und Sie könnten vielleicht ein schönes Stück von der Baumasse zur Verfügung stellen für die Uhren. Wir machen jetzt hier keine Steuerberatung. Ich glaube, das wird komplexer sein, aber sich damit auseinanderzusetzen, können wir gerne tun. Dann muss ich trotzdem nochmal nachfragen. Können wir bitte ein Stück von der Brücke für diese Zwecke zurücklegen? Wir schauen uns das an. Sagten Sie ja oder nein? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Ich habe weder ja noch nein gesagt. Weder ja noch nein. Weil ich am Ende der Tage, und das habe ich versucht, Ihnen zu erläutern, es sind eben leider auch ein paar weitere Fragen mitzuklären, die jetzt nicht mehr per einer pauschalen Anfrage und mal schnell hier über die Tischkante dann zu einer rechtsverbindlichen Aussage hergenommen werden können. Und deswegen hatte ich Ihnen ja gesagt, wenn es eine substanzielle Initiative gibt, dann sollen Sie sich mit uns in Verbindung setzen, dann prüfen wir das. Ist da eine auch steuerlich vernünftige Lösung erzielbar, ja oder nein? Und dann gibt es eine Auskunft. So, damit steigen wir ein in die Runde 2 der heutigen Fragestunde.